Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. So, ja. Nachdem wir erfolgreich zum ersten Mal Alchemie benutzt haben, was eigentlich ist eigentlich ganz cool gemacht, muss man sagen. Können wir jetzt erstmal selber einen Baldrian-Aufguss machen. Ich meine hier, das da nutzen. Ich glaube, das Wasser davon... Ich glaube, das mit der Wasservergiftung war es nicht mehr unbedingt, aber Gasvergiftung... Wohin reiten wir eigentlich? Wir sind falsch. Oh cool, wir werden gerade gesucht, das ist ja super. Schnell reisen wir dahin? Ja, von mir aus. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät da. Schneller, bevor es Nacht ist. Schneller, bevor es Nacht ist. Fliehen. Hey, wer ist... Du, bleib sofort stehen. Ja, alles gut. Scheiß Tag! Sorry, wegen vorher. Richtig. Was? Die Prügeleien und all die anderen Dinge. Das ist ja. Das wird. Das reicht. Wie du willst, du. Du hast. Und da. Entschuldigung. Das hat er auch noch meine geklauten Sachen abgenommen, oder? Das war ja nichts Wichtiges. Ja, ja, der Ruf der Menschen sinkt, bla bla bla. Das war wegen der blöden Prügelei. Wir müssen zum grünen A. Hier ist er nicht. Er ist doch da drin. Scheiße. Kurva. Und nochmal da rein. Hi. Also, hier bin ich. Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. Vielleicht kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Lebe wohl. Ich werde jetzt reingehen, ist mir egal. Ach, Tajatunier, du mich auch. Ich meine, der Gefangene ist wichtig, dass der mir nicht wegverreckt. Ach Gott, wir müssen die ganzen Leute jetzt behandeln. Ja, ja, ist mir doch egal mit dem Turnier. Und hier ist gerade niemand drin. Jetzt warten und sehen, was passiert. Ich hoffe, ich hatte recht. Mama! Mama! So, den Gefangenen haben wir behandelt. Wir kümmern uns mal um... Wir fangen am besten von vorne an. Und das ist das, was ich vergessen habe. Ich krieg's kotzen. Wäre ich hier gleich mal hingegangen. Was hast du hier verloren? Siehst du nicht... Keine Sorge.
Ich habe ein Heilmittel aus Sasau. Trink das regelmäßig. Du und alle anderen im Haus. Ein Heilmittel? Du hast Hände aus Gold. Ich hoffe, ich habe recht mit dem, was ich gedacht habe. Oh, Gottes Willen, das wird richtig zum Kotzen. Ich dachte aber... ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es falsch war. Okay, Johanka ist hier. Ich habe herausgefunden, was... Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genügt's also nicht, dass der Junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Gott behüte dich. Ich hoffe, ich hatte wirklich damit recht. So, wir gehen zu den nächsten Häusern. Erst hier hin. Lass mich in Ruhe. Okay. Ach, da ist er drin. Okay, da war was, da war was. Dann gehen wir einmal hier rüber. So spät ist es auch wieder nicht, dass die alle so dumm rummachen müssen. Wir gucken mal nach ihm. Ist er tot? Nee, oder? Ich hoffe doch mal nicht. Beste Grüße. Mach's gut. Ciao. Ich glaube, der liegt halt einfach gerade so rum. So, als nächstes. Vielleicht du? Nee. Alles Gute. Ey, wenn das falsch war, dann geht das ganze Dorf wegen mir drauf. Du bist zurück? Ja. Und ich habe etwas, das dich gesund machen wird. Guter Gott im Himmel, wir danken dir für deine Gnade. Trink das und verteile es an alle im Haus. Das ist ein bisschen buggy. Ich habe auch jemanden mitgebracht, der sich um euch kümmern wird, bis ihr wieder gesund seid. Danke, barmherziger Samariter. Barmherziger Samariter. So, jetzt gehen wir noch links in das Gebäude, dann haben wir eigentlich alles abgehakt. Bruder? Ja, den Schlitten. Trink du nur das und alles wird gut. Ist das Weihwasser, Bruder? Ich gebe außersehen immer, Trink Mann. Trink etwas davon und gib es auch den anderen im Haus. Bruder Nikodemus kommt dann und schaut nach euch. So. Was zur Hölle war das? Okay. Wir haben so gut wie alles hier in dem Fall... geschafft, dann setze ich mich mal irgendwo hin. So, am besten hier, weil es regnet. Beziehungsweise Questlog, habe ich da noch irgendwas? Warte, bis ich die Lage, ja. Ja, okay. Dann, wir haben was zum Lesen, glaube ich, mitgenommen. Grundlagen des Reitens. Lernen. Machen wir mal 5 Stunden. Ich hoffe so sehr, dass wir das Richtige ausgewählt haben. Das wäre kacke, wenn nicht. Dann bin ich echt mad auf uns. Das wäre echt bescheuert. So. Du hast folgende Spezialisierung erhalten. Gesunde Ernährung. Ja! Okay. Ich hoffe, er lebt. Wir haben diese gesunde Ernährung wirklich eingehalten. Wie viel Sattheit haben wir? 54.
Dann essen wir gleich mal was, dass wir die auch oben halten. Die vielleicht nicht. Unbekannter Trank. Das war zum Kotzen. Was bringt es uns nochmal? Buff? 5 Tage gesund, du erhältst einen Bonus auf Vitalität und Agilität. Hey! Kackwetter. Dann gucken wir mal nach dem Banditen. Wow, das Wetter. Ich bin falsch. Eins weiter. Hier. Hoffentlich ist er nicht abgehauen. Willkommen zurück unter den Lebenden. Ja, ich bin so gut. Wer bist du? Ich bin so gut. Wisset mal nicht. Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kubilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Den Rataya Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Colt, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislavitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Denkst du, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also. Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislavitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislavitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er Sinn hatte, ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Woher wusstest du von Pribislavitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislavitz. Wozu der Angriff auf Meerhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislavitz war erst der Anfang. Oh Gott. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislavitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht,
Vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislavitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Werden wir sehen. Und weiß Menhardt, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Menhardt, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Menhardt gab sie mir und diesmal sollte ich Menhardt auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Können ja auch nicht lesen. Dann her damit. Mit Freuden. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhardt. Das war alles. Okay, schon ziemlich viel. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Immerhin, oder? Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Steh mir verdammt nochmal nicht im Weg, Milcher! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Oh Gott, muss das jetzt sein? Reden wir darüber. Pah! Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. Oh, Kacke. Wir können reden, du willst doch gut. Meine Familie ist auch tot. Und was will ich? Ich will Rache. Ich will ihn umbringen. Oh, Gottes Willen. Hör mir zu, Stroh. Das hilft niemandem. Du bist ein anständiger Mensch, kein Mörder. Denk an deine Gattin. Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Mein Junge, in seiner Blüte ermordet. Nicht mal heiraten konnte er. Und dieser Halsabschneider soll weiterleben? Willst du dich deinem Lehnsherrn wirklich widersetzen? Wenn's sein muss, dieser Hurensohn verdient den Tod. Wenn du nicht die Eier hast, geh zur Seite und überlass es mir. Ich verstehe dich, Stroh. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet und bis zum Tage meines Todes verzeihe ich mir nie, dass ich sie nicht retten konnte. Na und? Meine Eltern sind auch tot. Ein Gaul trat meinen alten Herrn und der siechte 2 Wochen dahin. Aber sein Kind zu verlieren, du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Dieser Bastard geht nirgendwo hin. Okay. Ich habe keine Zeit für dein Gelalle, Stroh. Er kommt mit mir. Wenn du versuchst, mich aufzuhalten, wird es dir leid tun. Verstanden? So sieht's also aus. Dieser Dreckskerl bringt meinen Jungen um und jetzt willst du mich kalt machen, anstatt für Gerechtigkeit zu sorgen? Glorreiche Scheiße! Fahr zur Hölle! Ja, easy! Oh. Ups. Ruf verschlechtert, aber immerhin. Ich meine, klar, es ist ein Bauer, er wollte die Rache haben, aber er steht nicht in unserer Macht, das zu entscheiden, ob er ihn umbringen darf oder nicht. Uns ist es wichtig, dass Herrn Ratzig noch vielleicht mit dem reden kann, wenn möglich, dass er hier seine gerechte Strafe erhält. Jeder hat Anspruch auf ein Gericht, auch wenn er ein Mörder ist.
Weil, und wenn du selber mordest, bist du nicht besser als jeder andere. Darum geht es darum, dass er verhört wird. Hi. So, Sattheit, wir haben bald Hunger und das will ich unbedingt vermeiden, weil wir jetzt gerade schon den Dings haben. Ich muss hier irgendwo Essen klauen. Ich sehe übrigens nichts. Wir haben noch eine Fackel, oder? Bin ich bescheuert? Ah ne, wir hatten nur eine geklaute Fackel, die jetzt weg ist. Ich sehe nichts, Mann. Pack mal das Messer weg, danke. Hier ist ja niemand, oder? Oh, Gott sei Dank, Essen. Wir nehmen das mit. Eine Fackel, danke, und eine Karotte. Essen wir gleich. Essen. 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 Käse essen wir. Wie viel gibt es? 10? Ich hätte gern noch mehr. Meerrettich, Radieschen, rote Beete. Nahrung. Meerrettich, Radieschen, rote Beete. Sattheit 84, jetzt sind wir wieder gut dabei. Wir wollen ja nicht, dass das irgendwie, ihr wisst es. Gott sei Dank haben wir jetzt endlich eine Fackel, dann sehe ich wieder was. Wir sind beim Vogt, oder? Ja, ist tatsächlich. Den Brief! Wir haben einen Brief bekommen. Brief von den Gefangenen. Wir lesen den kurz, wir können ja lesen. Mein lieber T, als ich unsere Währungsreform mit dir diskutierte, sah ich gewiss nicht voraus, wie sich die Situation entwickeln würde. Keinesfalls habe ich zugestimmt, dass die fraglichen Münzen zur Rekrutierung von Banditen und Söldnern aufgewandt werden und dadurch Gemetzel und Unruhen in der Provinz hervorzurufen. Es entbehrt jegliche Vorstellungskraft, was passieren würde, wenn uns jemand mit den Massaker von Neuhof in Verbindung brächte. Ich verständige dich hiermit hochlöblich, Herr, dass ich nicht beabsichtige, an weiteren Unternehmungen mit dir oder deinen Ressourcen teilzunehmen. Ich bitte dich eindringlich mit größerer Zurückhaltung vorzufahren, da ich erfahren habe, dass ein deutscher Ritter aus Passau Nachforschung über gefälschte Groschen in der Region anstellt. Dieser Ritter, so wurde mir gesagt, nächtigt derzeit in einer Schenke zu Sasau. Zu viele Augen blicken in unsere Richtung. Ich hoffe und vertraue darauf, dass du meine Entscheidung, unsere Zusammenarbeit zu beenden, verstehst und achtest mit tiefstem Respekt. S. Puh. S. S und T. Ich will hier raus, ehrlich gesagt. Wenn wir schon mal hier sind. Nur mal ein bisschen probieren. Wildschweinleder brauchen wir tatsächlich. Danke. Sehr schwer. Sehr schwer. Schwer. Heimlichkeit, neue Stufe. Die 146 Groschen nehmen wir gerne. Das ist relativ viel wert. Das nehmen wir mit. Danke. Wie sieht's eigentlich aus, Spieler, Fertigkeiten? Lesen haben wir eine neue Stufe übrigens. Gebildet zu sein, hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus,
du hältst einen Bonus von einem Punkt auf Redekunst, wenn du versuchst, eine Wache zu bezeugen. Kunstliebhaber, wenn du erstmal ein Blablabla, das kennen wir schon, Bücherwurm. Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf. Erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Komfort. Wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Ich finde das mit dem Magistrat eigentlich ganz cool. Kunstliebhaber, wenn du zum ersten Mal eine Freske und Kreuz und Bildstock erhältst, du vorübergehend 2 Punkte Charisma. Nee, nehmen wir das. Trinkfestigkeit, ja. Heimlichkeit und... Heimlichkeit. Schloss knacken wollte ich gucken. Tut mir leid, darauf war ich eigentlich aus. Brauchen wir noch ein bisschen, um da höher zu kommen. Wir knacken halt so wenig Schlösser, leider Gottes. Ich muss jetzt mal was probieren, es tut mir leid. Wir speichern. Wir gehen eh nachher neuen Retterschnaps holen. Fackel, Schlüssel und ein Schlüssel. Wow, ich meine, das ist der Vogt. Ich dachte, das gibt krassere Sachen. Kriegen wir ganz. Eine Fackel. Blödes Schlüssel, geil. Bin ehrlich gesagt super enttäuscht. Ich dachte, der Vogt hat irgendwelche coolen Sachen, dass es sich lohnt, den davor zu speichern, aber nö. Das ist gut was wert. Ich glaube, wir haben bald Tag. Zwei Schlüssel, ey. Weiter geht's. Der Rüstmeister, vielleicht hat der ja was Anständiges dabei. Ein Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Oh, ein bisschen Groschen. Taschendiebstahl, neue Stufe. Gucken wir gerade mal nach. Spieler. Ich meine, ich wollte die Folge schon lange beenden, aber. Ist es gerade so cool? Enthüllt sofort ein Gegenstand. Erhöht die Werte von der Hälfte der Gegenstände des Opfers. Bla bla bla. Freundlicher Nachbar. Diebischer Blick erhöht sofort einen Gegenstand im Inventar. Gegenstand erhöht den Wert. Das mit dem Wert finde ich eigentlich ganz cool. Lernen wir das. Ich bin noch nicht fertig. Okay, jetzt zeigt es echt an, was das wert ist. Das komischerweise nicht. Das auch nicht. Ah, das mit 12,9 Gold. Ey. Der Wächter als nächstes. Der wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Ja. Oh Gott. Wo sind wir hier überhaupt eigentlich? Sortiere nach Wert bitte. Ich nehme nur diese Sache für 1000 mit und die für 600. Danke. Wobei.
solche Sachen, wo fast nichts wiegen, nehmen wir natürlich auch mit. Den Silberring auch. Danke. Müll. Aber danke. Wir sind leicht überladen, leider Gottes. Wir gucken uns jetzt so ein bisschen hier um. Und dann beende ich die Folge. Aber ich glaube, ihr freut euch ja eh, wenn ich ein bisschen überziehe. Wie immer. Oh mein Gott, das ist geil. Ganz viele Bücher. Alles stehlen. Jetzt haben wir mal wieder Lesezeug, hä? Ich will jetzt eigentlich ehrlich gesagt langsam raus. Geht's hier überhaupt hin? Oh, ich bin eigentlich super laut mit der Rüstung, wollte ich mal gesagt haben. Natürlich sehr schwer. Vorratskammer. Stehen wir mal ein paar Äpfel, damit wir immer noch ein bisschen am Vorrat an Essen haben. So, ich würde aber jetzt echt gern mal raus. Und das ist hier. Ach, hier waren wir doch beim Vogt. Ups. Gut, ich würde sagen, das war's für die Folge. Ich gehe mir jetzt in mein Häuslein zurück und lege mich schlafen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein bei einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance.